glaube, dass man vom Grund her erstmal sich eingestehen muss, dass man älter wird und dass man natürlich dann auch klar immer als der Starke und der Harte, der durch die Welt geht, sich natürlich schon gern sieht, aber doch lernen muss, dass gewisse Sachen man auch zulassen muss. Ja? Auch wenn man dann irgendwo merkt, es funktioniert irgendwas nicht mehr, dass man dann eben sich dann auch öffnet, ob das jetzt dem Arbeitgeber gegenüber ist oder wem auch immer, dass man zumindest für sich selber Wege findet, das irgendwie zu bewältigen, ohne dann irgendwo vielleicht in 5 Jahren später dann vielleicht irgendwie psychische oder sonstige ja, Schwierigkeiten zu haben. Das war natürlich schon ein Kampf, muss ich schon zugeben, aber letzten Endes denke ich mal, dass ich den Vorteil habe, dass ich weiß, dass gewisse Wettkämpfe auch mal länger gehen und eben nicht nur kurz sind. Und das denke ich mal an dem Abend speziell bei TV Total dann auch am Ende ich mich dann durchgeboxt hat. Ich glaube, körperlich waren wir weit voraus, aber ich habe natürlich dann auch gewisse Sportarten schon gesehen, wie vielleicht das Fußball, wenn man dann zu muskulös ist, braucht man auch zu viel Sauerstoff. Und wenn ich natürlich weiß, dass in einem Studio weniger Sauerstoff ist, war für mich einfach Plan A, den nur von einer Ecke zur anderen zu scheuchen. Und nach 2,5 Minuten war die Luft raus. Das sind so Sachen, da kann man sich natürlich an gewissen Dingen einfach dann ja, reindenken und weiß natürlich dann genau, was man zu tun und zu lassen hat, weil natürlich auch die Leute auch noch nie Studioatmosphäre zum Beispiel hatten. Ich meine, wenn dann auf einmal Kameras auf dich blicken, wenn Zuschauer da sind, das sind ja alles Sachen. Ich denke, da haben Leute, die dann auch Stefan Raab herausfordern, einfach von vornherein schon mal einen Nachteil. Die Wirtschaft kann von uns Spitzensportlern lernen, dass wir viel untereinander alles besprechen und reden. Also wenn unser Schuh drückt, sprechen wir drüber. Und dementsprechend, das muss man lernen, das ist keine Schwäche, sondern es ist einfach ein Miteinander und dann kommt man vorwärts. Für uns Sportler sind Trainer natürlich die Bezugsperson Nummer eins. Ja. Es ist natürlich nicht so, dass wir beste Kumpels sind. Das ist auch wieder nicht gut, weil es ja auch Situationen gibt, wo es dann eher negativ ist. Und das ist ähnlich wie in der Wirtschaft. Bloß muss man natürlich sehen, dass in der Wirtschaft natürlich Firmen etwas größer sind, die ganz obigen Chefs natürlich dann weltweit umherreisen und die natürlich keine Zeit teilweise haben oder sich natürlich schwer tun, vielleicht mal in Betrieb ganz unten reinzugehen, weil natürlich die einen Tagesplan haben, die sind ja jeden Tag in der Woche unterwegs. Also gilt es aber auch da, Strukturen zu schaffen, wo dann Unter- und Unterchefs sind, wo dann halt eben die Arbeitnehmer eine gewisse Stelle ansprechen können und der Zwischenchef oder deswegen gibt es im Fußball auch einen Co-Trainer. Ansonsten wird es ja der Bundestrainer alles selber machen können. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass die Anforderungen steigen. Dass natürlich dann irgendwo auch Firmen, die vielleicht ähnliche Ebenen haben oder verschiedene Ebenen haben, dann irgendwo mehr Konkurrenz haben und dementsprechend natürlich auch mehr gefordert wird, weil man möchte ja immer irgendwo den einen Schritt vor der anderen sein. Und ich glaube, dass das sich am Ende dann bei den Arbeitnehmern ablagert. Das Handy ist natürlich schön und gut und hat uns natürlich am Anfang viel erleichtert, weil man dann vielleicht auch die ein oder andere Mail noch auf dem Heimweg machen kann. Aber man hat natürlich dann vergessen, dass wenn man mehr abarbeiten kann, kommt natürlich auch mehr. Und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo das wieder mehr ist. Falls es jetzt wieder eine Erleichterung geben sollte, was keine Ahnung, ja noch keiner weiß, was vor dem Handy ist, wo man wieder mehr erledigen kann in gleicher Zeit, ist es am Anfang auch wieder toll und danach kracht es wahrscheinlich dann richtig.